habe heute für euch den kleinen Trevolo S von BenQ, einen Bluetooth-Speaker mit im Gepäck und den will ich euch gleich mal ein bisschen zeigen. Hallo meine lieben Gamer, ich hoffe euch geht's gut und nach diesem Video noch viel besser. Ich bin Frau Pixel und im heutigen Video will ich ein bisschen mal den Trevolo S, den kleinen Bluetooth-Speaker, mal unter die Lupe nehmen und gucken, was er denn so taugt. Bevor es losgeht, auf Instagram, Twitter und Co. gibt es noch weitere Inhalte von mir. Also schaut einfach gerne mal vorbei, lasst ein Like und ein Follow da. Und ich streame außerdem auf Twitch jeden Dienstag ab 17 Uhr. Schaut da auch gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Ganz kurz vorab, den Trevolo S von BenQ, den gibt es ja schon seit einem kleinen Weilchen. Inzwischen ist ja auch schon die neuere Variante, der Trevolo 2, auf den Markt gekommen. Allerdings um einen Hunderter teurer und deswegen schauen wir uns heute mal den kleinen Bruder ein bisschen an. Und zwar, im Bluetooth-Sektor ist der kleine Trevolo S tatsächlich ein Winzling. Und das Besondere hier an diesem Bluetooth-Speaker ist, dass die Boxen sehr, sehr dünn ist, denn er ist einer der kleinsten elektrostatischen Lautsprecher auf dem Markt. Konzipiert ist er natürlich logischerweise, wie es eben bei so einem Bluetooth-Speaker ist, für den kabellosen Betrieb, also für unterwegs. Oder man kann ihn auch, man kann auch andere Soundquellen per Klinkenbuchse hier hinten anschließen. Und nicht nur sein Handy, sondern er ist eben auch am PC anschließbar. Und ich muss sagen, ich verwende ihn genau so. Ich verwende ihn als PC-Box, Soundbox, denn mein Monitor, den ich mir ja gerade gekauft habe, der hat leider nicht ganz so gute Boxen und der Sound ist nicht so berauschend. Deswegen habe ich jetzt den hier im Einsatz. Und ja, ich muss sagen, viel besser als vorher. Aufgeladen wird das kleine Gerät über diesen Micro-USB-Port hier auf der Rückseite. Und das Ladegerät wird auch gleich mitgeliefert, was sehr praktisch ist. Auch noch im Lieferumfang dabei. Das finde ich auch sehr nett, da der Lautsprecher ja primär für den Gebrauch unterwegs gedacht ist. Ist so ein kleines Täschchen, damit der Lautsprecher, wenn man ihn jetzt irgendwohin mitnimmt und in der Tasche dabei hat, jetzt keine Kratzer davon trägt. Erstmal zur Qualität zu sagen, die Verarbeitung ist wirklich gut. Es ist nicht Plastik, was hier verarbeitet wird. Es ist wirklich sehr, sehr hochwertiges Metall hier verarbeitet. Dafür ist er auch ein bisschen schwerer, aber es ist nicht labbrig, auch beim Aufklappen der Boxen. Alles rastet so ein, wie es soll. Es ist alles sehr schick, also Verarbeitung würde ich schon mal sagen, top. Und wie man hier jetzt schon mehrfach gesehen hat, habe ich die Flügel schon öfter ein- und ausgeklappt. Und das ist ja auch das Gimmick dieses Lautsprechers, eben die Technik, beziehungsweise dass eben die Lautsprecher hier so dünn sind und dann eingeklappt werden können. Und er hiermit so sehr, sehr transportabel ist und sehr klein, also passt auch wirklich in die Handtasche. Zur Bedienung kann man sagen, er lässt sich hier über diese 6 Knöpfe bedienen. Wir haben einmal den Power-Knopf, einen Bluetooth-Knopf, dann haben wir ein Lautstärke-Plus und ein Lautstärke-Minus, den Mode-Knopf und dann einmal Play und Pause. Alternativ kann man den Lautsprecher auch über das Handy bedienen. Allerdings kann man dort leider nicht sehr, sehr viele Funktionen ansprechen. Und da muss ich auch sagen, das ist auch leider, leider eines der größeren Nachteile bei diesem Bluetooth-Speaker, denn die App, die zur Verfügung steht, um die kleine Box hier zu bedienen, ist leider nur dafür da, um hier den Akkustand einzusehen und hier den 3D-Sound ein- und auszuschalten. Der 3D-Sound, der bewirkt einen etwas satteren, tieferen Klang. Ist jetzt aber kein echter 3D-Sound, wie jetzt der Begriff eigentlich suggeriert. Aber es ist auf jeden Fall eine kleine Verbesserung im Sound. Aber das ist es auch schon. Also über diese App kann man wirklich sonst, man hat hier diesen Duo-Mode, man kann also quasi ein zweites Gerät noch hinzufügen. Und das war es dann aber auch schon. Also mehr kann man über diese App eigentlich gar nicht steuern. Also man kann weder die Lautstärke steuern noch den Modus ändern. Das ist ein bisschen schade, dass hier nicht mehr vorhanden ist. Was auch fehlt, ist so zum Beispiel eine Alexa-Anbindung. Das haben ja andere Bluetooth-Speaker teilweise auch. Hat dieser jetzt leider auch nicht.
Aber jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten, was ja bei einem Bluetooth-Speaker ja der Fall ist. Und zwar, es geht um den Sound. Der Sound ist eigentlich im Großen und Ganzen für diese kleine Größe dieses Lautsprechers eigentlich in Ordnung. Er ist nur manchmal ein bisschen mager, ein bisschen matt, also nicht so viel Tiefe. Die Bässe lassen auch ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist aber natürlich auch bedingt durch die kleine Baugröße des Lautsprechers. Weiterhin sind hier noch zwei andere kleine Lautsprecher, zwei zusätzliche Lautsprecher mit jeweils 12 Watt eingebaut. Die verbessern jetzt den etwas matten Ton, aber leider auch nicht wirklich. Und was auch noch ein kleiner Nachteil ist, der Winkel, in den man zum Lautsprecher sitzen muss. Das heißt, wenn man wirklich frontal vor dem Lautsprecher sitzt, ist der Ton einwandfrei. Da kann man wirklich nicht meckern. Aber sobald man sich wegbewegt oder wegdreht, sieht das schon ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, für diese kleine Größe ist es eigentlich ein ordentlicher Sound. Was ich auf jeden Fall sehr positiv bemerken muss, ist die lange Akkulaufzeit. Und zwar gerade dann, wenn man eben unterwegs ist mit dem kleinen Bluetooth-Speaker, dann fällt die natürlich schon ins Gewicht, denn sie beträgt zwischen 15 und 18 Stunden. Und das ist eigentlich schon recht ordentlich. Eben wie gesagt, Tagesausflug, gerade wenn man mal länger unterwegs ist und nirgendwo eine Chance hat, ihn aufzuladen, muss man jetzt nicht daran denken, noch eine Powerbank mitzunehmen. Oder er fällt dann mittendrin beim Musikhören aus. Also das ist mit 15 bis 18 Stunden Akkulaufzeit eigentlich wirklich sehr, sehr positiv. Und was auch noch gut ist, ist die schnelle Aufladezeit. Ja, also wie gesagt, es gibt auch noch den Trevolo 2, der jetzt eben neu auf den Markt gekommen ist. Wenn ihr Interesse an den Geräten habt, ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Also schaut gerne mal rein. Und ansonsten so als Fazit, ja, was kann ich sagen? Es ist ein hübscher kleiner Bluetooth-Speaker für unterwegs, sehr, sehr hochwertig verarbeitet, wirklich sehr schick auch im Design, also gefällt mir persönlich sehr gut. Ansprüche an den Klang sollte man jetzt nicht zu hohe stellen. Also das darf man nicht machen, denn der Ton, wie gesagt, ein bisschen mau. Aber bedingt durch diese kleine Größe will ich da eigentlich gar nicht so groß darüber meckern, denn für diese Umstände ist der Ton eigentlich in Ordnung. Was ein bisschen schwierig ist, ist der Preis. Der Preis liegt aktuell bei 200 Euro. Da findet man dann vergleichbare Bluetooth-Speaker dann vielleicht schon in etwas niedrigeren Preisbereich, je nachdem auch Geschmackssache. Aber ansonsten ist er eigentlich ein netter kleiner Bluetooth-Speaker hier von BenQ. Und ich hoffe, dass ihr an Infos ein bisschen was mitnehmen konntet hier darüber, über das Gerät. Und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. In dem Fall lasst doch gerne ein Gefällt mir und ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos von mir. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch einfach gerne am Dienstag immer um 17 Uhr bei Twitch vorbei. Da haben wir eine ganz tolle Community, unterhalten uns auch ganz oft über Gaming, über Technik und so weiter. Also schaut einfach mal vorbei, wir freuen uns auf euch. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video hier auf diesem Kanal und bis dahin macht's gut!